Morgen Gemeinde, war ich gestern im Wirtshaus. Und es ist super geil, das Wetter draußen. Super geil. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt tue ich ein bisschen Roller fahren. Roller fahren ist immer geil bei einem Schienenwetter. Und ich glaube, ich fahre in die Walhalla. Das sind ungefähr so 70 Kilometer hin, 70 zurück. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 150. So, auf los geht's los. Roller ist packt. Also fällt nicht mehr nicht mit. Schauen wir mal, ob ich eine gute Fahrt habe. Rollerfahrt! Ist das geil? Ist das geil? Juhu! So, die ersten 20, 30 Kilometer geschafft. Ich weiß nicht. Mein Tacho geht wieder mal nicht. Aber ich muss sagen, das ist gut. Aber wo der Tacho immer gelaufen ist, habe ich mir gedacht, nein, ein bisschen schneller und nur ein bisschen schneller und was, ich fahre so langsam. Das interessiert doch beim 50er Roller nicht. Ja, und warum ich jetzt stehe? Der Sprit ist alle. Rechts oder links? Scheiße. Da unten ist ein Dorf. I'm walking in Tennessee, I'm walking. Es ist halt schwarz, ich hab noch einen Liter drin. Aber wirklich nur einen Liter. Ich muss eine Tankstelle aufsuchen, sie fix. Hey, wisst ihr, was geil ist? Hey, ein bisschen über einen Liter reingehauen, der Tank ist wieder halb voll. Und ich hab gerade noch 30 Kilometer, jetzt saufen wir gleich halbe Bier. Hey, natürlich trinke ich jetzt keine, das ist ja logisch. Um die Uhrzeit am Fahren muss ich auch noch. Muss ich hochkommen. Und da geht schon wieder bergauf. Echt. Ist das gerade die Kotzen. Mit dem Motorradkombi ausziehen sollen. Schaut euch mal, was da vorne passiert. Schaut euch das an. Katastrophe. Katastrophe. Jetzt geht bergauf. Anstrengend, der Auferrinner. Auferstaffin.
kann man da reingehen. Aber zahlt man dafür. Da sieht man dann die Büsten. Die Büsten von berühmten Leuten. Die Köpfe halt einfach. Für das, was der Böck gesagt hat, habe ich da richtig Glück gehabt. Aber mit Vicky hat das leider nicht gefällt zum Tür. Warum das Walhalla heißt, keine Ahnung. Aber googelt es nach, schreibt es in die Kommentare. 70 Kilometer gefahren, 70 Kilometer wieder zurück. Ist einmal ein guter Start für die nächsten 4.000, 5.000, was ich fahren will. Also, sagt es einmal Pfirti. Und jetzt können wir wieder die Scheiß treten. Ich hab's es eh schon gesehen. Gott sei Dank geht's bergab. Aha. Das sagen wir erst jetzt. Hey, das ist leider gar nicht hergekommen. Mann, und jetzt geht's wieder abwärts. Abwärts, abwärts. Da sind so viele Leute da und ich muss suchen. Gimbel rumrennst, schaut ja jeder ob ihr Depp. Wie ein Depp. Grüßt euch. Kennt ihr das Sprichwort, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht? Ich habe eine schlechte Nachricht. Also viermal schlecht, da vorne der Reifen ist platt. Der Vergaser stottert, es regnet, das gibt's. Und die Variomatik macht schon wieder Geräusche, das gibt's ja gar nicht. Echt jetzt, scheiße. Einfach super, wenn's regnet. Gott sei Dank hat's jetzt ein bisschen nachlassen. Ich bin schon wieder hübsch trocken. Aber ein schönes Platz habe ich gefunden. Schaut her. Da sitzt schon wieder der Pleitegeier. Ich hoffe, dass her heute jetzt reißt es wieder auf. Schaut gut aus, schaut zu mir da. Super, dass mir die Luft ausgegangen ist. Hey. Dass er stottert. Dass die Variomatik schäbert wie Sau. Und dass er noch geregnet hat. Aber, ich war ein schöner Ausflug. Hat Spaß gemacht, schöne 150 Kilometer. Das ist genau die ideale Entfernung. Hey, nehmt euch ein bisschen Brotzeit mit. Und ein bisschen dringer, weil da oben gibt's zwar schon ein Bistro, aber da sind die Preise ein bisschen erhöht. Und, Eintritt, weil bestimmt wieder die Frage geht, mit der Eintritt in Walhalla, 4,50, dass du Betonkäpfe anschauen kannst. Dem, was wert ist, ja, dann, da stehen dann schon einige drinnen drum. Aber so, hat alles passt. Und, ich hoffe, euch hat's Video gefallen. Daumen hoch, abonnieren. Hey, haut's rein!